Willkommen zu Season 2 unserer Audi-Karriere, Kombi-Season. Das bedeutet, wir werden immer in einem Video zwei Grand Prix fahren. Heute stehen Bahrain und Saudi-Arabien an. Links unten könnt ihr das auch gut erkennen. Deswegen, ja, wird es ein bisschen verkürzten Vorbericht geben. Und die Qualifying-Runde lassen wir auch mal weg. Dafür erfährt ihr sowieso im Starting Grid, wer wo starten wird. 3DS-Zonen gibt's und natürlich eine tolle Strecke. Ich liebe Bahrain, also die Strecke, die ist wirklich toll. Ich freue mich extrem drauf. Abonniert unbedingt gern kostenlos, lasst gern ein Däumchen rum da. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Perez, der Professor und Fernando Alonso. Norris, Verstappen, Russell und Theo Pourchaire. Joe, Ocon, Pierre Gasly und Hülkenberg. Magnussen, Albon, Oscar Piastri und Mick Schumacher. Vettel, Tsunoda, Stroll und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Schaut auch unbedingt gerne auf Instagram, iTunes-Gaming oder auch gerne auf TikTok, iTunes-Tobi vorbei. Links mal unten in der Bio und wir starten direkt ins Rennen rein. Fünfter Platz ist okay, Perez vor uns und Alonso hinter uns. Pole Position Carlos Sainz, also das kann auf jeden Fall spannend werden. Wir kommen gut weg. Ähnlich gut wie Perez, aber Norris hinter uns kommt dann ticken. Nein, das ist doch Norris. Alonso ist das okay. Alonso ist ein Ticken besser weggekommen und hier können wir uns außen positionieren, weil Leclerc, oh mein Gott, ja, was soll ich denn machen? Sorry, das war sehr, sehr eng, aber auch Lewis war ja hier und das ist wirklich ein Getummel. Leclerc war halt der große, ja, würde ich sagen, Pechvogel, denn hier ging dann leider gar nichts für ihn. Gut, wir könnten uns ja gut nach vorne arbeiten, zweiter Platz, aber das Problem ist halt, Sainz ist schon 2 Sekunden weg und ich denke mal auch, dass diese Season Ferrari das Nonplusultra sein wird. Wir müssen einfach alles probieren, denn es ist unsere letzte Chance in F1 22 den Weltmeistertitel zu holen. Also zweiter Platz wäre schon mal gut vorgelegt, aber ich weiß nicht, Hamilton kommt, Leclerc mit dem viel besseren Paket hinter uns, also das kann sehr interessant werden, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir jetzt hier schon gegen Alonso verteidigen. Das wäre mal eine Nummer. Nein, okay, da kommen wir noch okay vorbei. Und schade, Imola ist ja leider nicht. Deswegen könnt ihr ja noch gerne hier bleiben auf dem Channel. Und wir schauen noch ein bisschen mehr herum. Ich finde es auch cool, was da für Aktionen ins Leben gerufen wurden. Die Paddock-Leute zum Beispiel haben ihre ja, ganzen Vorräte, die sie fürs Wochenende gebraucht hätten, haben sie an eine Organisation gespendet. Die Formel 1 und auch die Scuderia Ferrari haben je 1 Million Euro gespendet an die Flutopfer und auch Yuki, der benutzt seine Kraft und hilft den Leuten dort den Dreck wegzuräumen, die Straßen zu säubern und, also es ist ein toller Zusammenhalt, auch von denen, von dem man es gar nicht erwarten würde. Das finde ich echt cool, dass die da wirklich alles mobilisieren, ja, aber ja, das ist schön, wenn man so zusammenhält. Und ja, so einem hilft, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir kommen hier, ja, leider Sainz gar nicht nach. Wir sind hier, ja, allein auf weiter Flur. Hinter uns klebt zwar Hamilton, der kann aber auch noch nicht richtig angreifen. Und so, ja, fahren wir hier allein auf weiter Flur. Gucken wir uns mal den Start an, denn der war eigentlich bombastisch. Der Start an sich war grottig, doch mit der guten... Ich habe mich dann in der ersten Kurve echt gut positioniert und da konnten wir wirklich sehr, 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 sehr schön vorbeikommen. Ich weiß nicht, was Norris da hinten vorhatte. Ich habe nicht einmal irgendwie die Spur gewechselt. Er fährt links, rechts, links, rechts. Also außen war natürlich mein Glück, dass sich da Leclerc, Norris oder keine Ahnung, wer das war, Leclerc, Perez und Hamilton ein bisschen in die Quere gekommen sind. Und da konnten wir richtig, richtig gut mit reingehen. Wir sind in der fünften Runde und kommen an Sainz ein bisschen näher dran. Und jetzt ist natürlich jetzt die Frage. Die Reifen lassen aber nicht nach. Mal gucken. Gehen wir jetzt schon in die Box rein? Bleiben wir noch ein, zwei Runden draußen? Das muss ich halt... Ja, okay. Das ist, glaube ich, eindeutig. Die Reifen sind schon... Ja, ich fahre halt extrem am Limit, dass ich überhaupt die Pace halten kann.
Und ja, das ist auch das Problem. Ein Fehler kann ja vieles bedeuten. Ach, by the way, ich bin ein glücklicher Beta-Tester und habe auch die ersten Runden in FNs 23 in der Closed Beta ein bisschen schon absolvieren dürfen. Muss sagen, das Handling ist interessant, aber ja, viel mehr ist es leider noch nicht. Man kann nicht viel sagen. Es gibt jetzt auch nicht so die meisten Sachen zur Auswahl. Ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, aber es sieht schon verdammt gut aus. Hat hier und da natürlich noch ein paar Fehler und Mängelchen, aber das ist auch klar. Trotzdem, es ist sehr, sehr schön zu fahren. Und das Handling wird manchen gefallen, aber manchen nicht. Das kann ich auf jeden Fall verraten. Jetzt sind wir auf dem das ist der letzte Platz. Verstappen ist leider nämlich draußen. Und das heißt natürlich, es ist ein Undercut. Wir müssen pacen. Und Leclerc wird auch, Sainz wird auch die nächsten 1-2 Runden reinkommen. Sainz ist nicht drin, aber die ersten von der Spitze sind drin. Die können wir locker holen. Oder? Ja, das geht sich. Ist das Hamilton? Ja, ist Hamilton und Leclerc. Okay, deswegen auch ein bisschen näher. Die waren ja auch nur knappe 2 Sekunden weg. Ja, 1,9, 2,1. Also die sind wir jetzt auch wieder vorne. Und das sieht gut aus. Denn wenn wir das so schön oder so viel Zeit auf einen gleichen Ferrari-Motor rausholen konnten, vielleicht holen wir dann die auch auf Sainz raus. So ist es jetzt gesagt, getan. Sainz ist in der Box und das sieht gar nicht gut aus für uns. Es schaut so aus, als ob Sainz hier easy, Alter, kommt locker raus. Ist schon draußen aus der Box. Also wir haben, die gelben drauf. Schade, denn Perez hat ein bisschen die Kackstrategie und wir haben sogar Zeit verloren. Also der hat einen Overcut theoretisch gemacht, ist länger gefahren und hat uns da sogar Zeit abgeknüpft. Wir sind in der 9. von 14 Runden und es geht gar nichts. Also wir kommen weder nah dran, noch, ja, irgendwie. Es ist einfach, wir sind festgefahren. Das ist leider so ein bisschen die moderne Formel 1. Jeder fährt sein eigenes Rennen. Jo, was soll ich sagen, wir sind in der 10. von 14 Runden und jetzt auch schon in der letzten. Es ist gar nichts gegangen, außer dass wir enorm Zeit an Sainz verloren haben und Lewis jetzt richtig an uns dran klebt. Sonst hat sich eigentlich nichts getan, auch Leclerc konnte nicht dranfahren, auch Russell nicht. Nur Hamilton hat sich ein Herz gefasst und ist richtig an uns dran gekommen. Nur das hilft halt alles nichts, denn es gibt keine Überholmöglichkeit mehr hier in Bahrain. Jetzt die letzte Kurve durch, Carlos Sainz gewinnt, aber wirklich mit so einer Machtdemonstration, der hat ja easy going das Rennen gewonnen. Wir holen immerhin die schnellste Rennrunde, das heißt, wir sind nur 6 Punkte hinter Carlos Sainz Jr. in der Weltmeisterschaft. Das ist sehr gut, das ist wirklich gut, das ist auch stark und ja, das könnte auf jeden Fall uns was bringen. Drive of the Day wurden wir auch noch, das gefällt mir, das ist halt natürlich trotzdem eher so Trost. Aber ja, die Saison ist lang, Leute. Wir werden jetzt jedes Mal Doppelrennen fahren. Also das wird, dass sich das überhaupt noch ausgeht bis zum Saisonfinale. Bis zum Formel 1 23 Release. Und dass auch noch ein bisschen Zeit ist, vielleicht mal einen Tag, dass kein Video kommt wie gestern. Ihr wisst, was ich meine.
Hier sind wir jetzt. Natürlich kann sich das Team von Ferrari freuen. Die Scuderia, tolle Leistung. Die sind da wirklich im Game viel, viel besser als in Wirklichkeit. Hier ist er nun. Yes, Carlos Sainz Junior. Toll, toll gefahren, wirklich. Da hat er keinen, aber wirklich keinen die Chance gegeben. Vom Start an weg, Start-Ziel-Sieg. Grandios. Das war eine Machtdemonstration. Auf jeden Fall, trotzdem, in Saudi-Arabien schlagen wir zurück. Das kann ich auf jeden Fall sagen, denn ich liebe Jeddah. Eine tolle Strecke. Charakteristisch natürlich komplett anders als hier in Bahrain. Und ja, trotzdem sagt man auch, wer in Bahrain und in Spanien gewinnt, hat eigentlich ein gutes Auto für jede Rennstrecke, denn diese Strecken haben halt alles. Die haben langsame, schnelle, lange Geraden, aber jetzt gehen wir hier nach Jeddah. Das Rennen Nummer 2, Saudi-Arabien. Sehr, sehr genial in unserer F1 22 Audi-Karriere. Ich mag die Strecke. Cool, erinnere mich ein bisschen an Vietnam, nur 10-mal so cool. Wie gesagt, abonniert unbedingt gerne auch den Channel. Schaut gerne auf Instagram vorbei, falls euch die Videos gefallen. Drückt doch gerne Daumen hier oben. 6,1 Kilometer, 27 Kurven und auch hier 3 DRS-Zonen. Oh ja, und generell der schnellste Startkurs in ja, der Formel 1-Geschichte. Und ja, dieser Name ist auf jeden Fall würdig, denn die Strecke hat es auf jeden Fall in sich. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Norris, George Russell und Verstappen, Perez, Fernando Alonso, Ocon und Theo Pourchaire, Joe, Stroll, Oscar Piastri und Albon, der Professor, Vettel, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, Mick Schumacher, Gasly, Latifi und Yuki Tsunoda. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Es ist Startplatz 15 geworden, das habe ich mir nicht so erwartet. Trotzdem werde ich heute alles geben, los geht's, wir starten sogar hinter Oscar Piastri, den Fahrer, den wir erst in die Formel 1 gebracht haben. Der Start war okay, wir sind zwar, oh mein Gott, hier wird's eng in Turn 1, hier wird's eng in Turn 1, den lassen wir wieder vorbei. Und ja, ich weiß, die Kurve hier, Alter. Es ist, der Start war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, trotzdem konnten wir 4 Plätze gut machen. Das ist, würde ich sagen, okay. Jetzt hier ein bisschen Schleichgang, denn Alonso und die anderen haben hier schon eine Kampfgruppe. Das ist so eng, das ist irgendwie interessant. Aber es ist natürlich interessant, es wäre, Alter, da bin ich ein bisschen weit über die Track Limits hinausgekommen. Das wäre natürlich interessanter, wenn wir nicht dahinter wären. Denn wir müssen halt jeden von diesen Raufbolten noch überholen. Alonso, Pourchaire und auch Ocon sind ja die Fahrer, die uns hier ja von der Spitze, würde ich mal sagen, ein bisschen oder vom oberen Mittelfeld trennen. Die war sauber, die ist auch wichtig, denn hier kann man sich dran saugen. Dann die Zickzack-Kurve, also diese unter dem Gebäude durch, müssen wir auch optimal erwischen. Dann können wir den Angriff in die letzte Kurve rein starten. So, da links, ja gut, durchgekommen. Windschatten von Alonso ist da. Natürlich noch kein DRS, nur 13 Runden, das ist schade. Aber wir werden natürlich die 35% Rennen in Formel 1 23 zocken. Und dann werden die Rennen auch ein bisschen spannender, wenn man auf Reifenmanagement uns achten muss. Hier scheren wir schon mal aus, aber Alonso ist noch zu weit weg. Das geht noch nicht. Jetzt aber in Windschatten im DRS. DRS ist natürlich nicht an. Windschatten und EIS, so wollte ich sagen. Und wir täuschen rechts an, gehen dann aber links vorbei. Dann ist eine Linkskurve. Und es wäre natürlich blöd, wenn ich da irgendwie außen vorbeigehen würde. Theo Pourchaire bei Red Bull und da fährt er nur im 9. Platz herum. Aber auch Verstappen nur auf dem 6. Platz. Das Ding ist halt, ja, bei Red Bull ist man halt immer gleich, ja, wenn der die ersten 5-6 Rennen nicht abliefert, wird der, ja, in den Arsch getreten. Das, man sieht es jetzt auch wieder bei Nyck de Vries, man gibt ihm keine Eingewöhnungsphase. Die ersten 5 Rennen, sei nicht stabil aus, 2-mal Crash und du fliegst. Auch wenn man im Union-Team und in der Rookie-Season ist, hat das anscheinend nicht viel Bedeutung für die. Ich weiß ja nicht, also man sollte schon einem Fahrer eine gewisse Zeit geben, eine gewisse Eingewöhnungszeit, denn nach 5 Rennen sagen, du bekommst noch 3 Rennen, wenn du nicht ablieferst, fliegst du, finde ich dann schon sehr schlimm. Der Start war ordentlich von den Leuten da vorne, ich glaube aber auch, dass hier
der Zweitplatzierte besser weggekommen. So, unser Start war auch okay. Bei uns, wir hatten halt Glück, dass wirklich ein Getummel in Turn 1 war. Musste ich dann halt den Platz hier bald, nein, das ist Guan Yu, zurückgeben. Ja, trotzdem würde ich sagen, war ein okayer Start. Okay. Wir sind hier noch immer noch hinter Theo Boucher, immer noch in der zweiten Runde. Aber wir könnten in unserer Lieblingskurve hier einen Angriff wagen. In Turn 1, Windschatten ist da. Ja, das sollte, es wird knapp. Es wird knapp. Ja, da gehen wir rein. Und da roch das Vorderrad. Der hat nicht damit gerechnet. Das ist natürlich gut. Und ja, das weiß ich nicht, was das ist. Ich bin nicht angekommen. Da bin ich mir zu 99% sicher. Vielleicht nachher in der Replay gucken wir uns das nochmal an. Checo wieder. Den hatten wir vorhin schon in Bahrain. Mit dem hatten wir vorhin da schon ordentlich zu kämpfen. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Diese Kurven sind so schwierig. Denn wenn du die mit Traktionskontrolle mittel oder aus zu hart nimmst, zu viel Schwung mitnimmst, drehst dich weg wie Nick 2021, da kannst du auch wirklich nicht viel machen dagegen. Außer natürlich ein bisschen gefühlvoller üben. Die Übung macht den Meister auf dieser Strecke. Das Gute ist, wir sind jetzt schon am 8. Platz. Ich brauche natürlich noch mehr Plätze, denn Carlos Sainz und auch Leclerc sind beide wieder ganz vorne mit dabei. Checo Perez, jetzt vor uns, im Windschatten saugen wir uns hier dran. DRS ist natürlich auch schon enabled und auch das ERS ist da. Letzte Kurvenmanöver wird nicht reichen, deswegen ja, warten wir wieder mal ab. Dann ja, jetzt hat natürlich auch ERDS, aber mir fällt auf jeden Fall auf, dass hier ein riesen Stau ist. Das sind viele, viele Fahrzeuge hintereinander. Jetzt im Windschatten saugen wir uns wieder dran, wir gehen wieder nach links und es ist wieder Turn 1 und ich glaube, Hamilton hat hier Probleme, denn er hält richtig die anderen auf. Also auch Russell kämpft hier mit Hamilton. Und jetzt wird es halt auch interessant, was wir hier machen. Hier gehen wir innen an Max Verstappen vorbei. Das war schon mal clean. Das andere wird halt George Russell werden. Wie machen wir das bei dem? Da kommen wir ein bisschen weit neben die Strecke. Wie machen wir das bei Georgie? Wie machen wir das bei Lewis? Im Windschatten. Ja, da kannst du nicht reingehen. Nein, das geht leider nicht. Mir fällt auf, dass die Ferrari wieder eine eigene Macht sind. Die fahren da vorne ihr eigenes Rennen. Wir gehen in die Box rein, denn Max sticht hier zurück nach einem kleinen Pendler aus der Kurve raus. Kann hier Verstappen direkt zurückstecken. Wir gehen rein und da kommt der Crash zwischen Hamilton und Russell. Die fahren sich gegenseitig ins Auto rein. Vielleicht können wir da wieder irgendwas machen bei der Boxeneinfahrt. Und so ist es auch, Leute. Hier, yes, Mann, Leute. Wir bleiben mit einem Reifen in der Box und überholen Lewis, wie schon in der ersten Season, in die Box rein. Wie genial war das denn? Leclerc war schon drin und kommt trotzdem vor uns raus. Das ist natürlich schade. Aber wir fahren natürlich hier nicht gegen Leclerc, nicht gegen Sainz. Wir fahren eventuell um P3 um das Podium. Wir kommen auch vor Lewis raus. Knapp, manche würden sagen unsafe release. Aber ich würde sagen, es war einfach nur perfektes Timing. Jetzt geht es hier raus P13 mal, weil natürlich die anderen Leute hier vor uns noch nicht gepittet haben. Es wird spannend. Jetzt heißt es natürlich abwarten und Tee trinken. Denn wenn wir nach dieser Runde die halbwegs gut hinbekommen, wir sind jetzt mal aus dem Fenster von Hamilton draußen, aber wenn wir da die halbwegs gut hinbekommen, könnten wir, jetzt waren noch die ersten schon in der Box, vierter Platz außen und Yuki lässt uns den Platz, wir aber ihn auch. Denn Yuki, wir wissen, der war noch nicht in der Box. Also der kann da jetzt auch nicht viel dagegen machen. Der weiß, er muss in ein, zwei Runden sowieso in die Box rein. Wozu jetzt unnötig Zeit verlieren an die Hinterleute? Wozu jetzt hier... Er war ja trotzdem ein bisschen Parole. Also das Rennen bockt auf jeden Fall, denn hier musst du halt konstant sein. Und gerade von hinten starten, das macht richtig Spaß. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir werden diese Season alles tun, um den Weltmeisterpokal in den Händen zu halten, am Ende der Season in die Höhe zu recken. Jetzt gehen wir hier außen vorbei. Es ist natürlich jetzt nicht optimal, denn ja, ihr bekommt jetzt das DRS. Ich habe aber die Hoffnung, dass er in die Box abbiegen wird. Jetzt müssen wir auch schon ein bisschen uns beeilen, weil Russell klebt auch schon dran. Jetzt biegt er ab natürlich. Und Russell ist direkt hinter uns. Es sind nur 13, 12 und 2,5. Aber jetzt mal gucken. Gucken wir uns mal die Start-Replay. Die anderen Replays an. Hier diese Aktion gegen Lewis Hamilton und George Russell. Da wollte ich mal reinstecken. Nein, ging nicht, leider.
Und dann kam hier dieser Pendler. Genau, hier dieser Rutscher. Und da war Verstappen direkt da. Der schert direkt aus und kommt dann neben uns vorbei. Also das ist... Und rechts dann gleich, ja, den konnten wir Gott sei Dank noch abdecken. Und dann, ja, war... Ja, hier, Hamilton fährt da in Norris rein, glaube ich. So war das Ganze. Und... Jo, hier harter, enger Fight gegen George Russell. Trotzdem waren wir da locker vorne. Und dann auch hier ist... Rad an Rad, wie knapp und eng das hier zur Sache geht. Und dann kannten wir hier, ja, ein bisschen außen vorbei. Also wir konnten uns dran halten. Und, oh mein Gott, und dann den Switchback machen. Ja, Switchback war es nicht ganz, aber wir konnten auf jeden Fall den Switch zurück machen. Wenn ich ihn nicht gemacht hätte, wäre nämlich Lewis vorbeigekommen. Und das wäre noch viel, viel schlimmer gewesen. Trotzdem ein Mega-Bild hier zu dritt in Turn 1. Und einer bleibt halt leider über. Und in diesem Fall war das Lewis Hamilton. Aber der war ja sowieso Dritter. Also der Dritte dieser Gruppe. Und dann auch hier noch einmal gegen George Russell. Ich wollte mir hier mal ein bisschen von der Pelle rücken. Aber der ist so hartnäckig. Trotzdem konnten wir schaffen, vor Hamilton zu bleiben. Der sich auch gegen George Russell durchsetzen konnte. Purple im ersten Sektor. Und ich werde... Na, es wird nichts mehr. Leider Rot im zweiten und wir verlieren wieder Zeit an die hinteren Jungs. Wir haben auch kein ERS mehr. Das wird nichts mehr. Wieder diese 7, 8 Sekunden circa, die uns hier auf Sainz fehlen. Also pro Rennen 8 Sekunden langsamer, das ist schon mächtig. Oh mein Gott. Ja, und er holt sich noch die schnellste Rennrunde. Was denn sonst? Gut, den Punkt nehmen wir also nicht mit. Und wir nehmen den Flügelschaden mit aus Turn. Ja, das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass ich hier den Flügelschaden noch mitnehmen musste. Wir wurden wieder Draft of the Day. Aber ich möchte auch mal einen besseren Startplatz haben. In Qualifying hapert es noch ein bisschen. Das muss ich leider zugeben. Aber es ist das zweite Mal Podium. Und das erinnert mich ein bisschen an den Spanier, der jetzt aktuell oft auf dem Podium ist. Wieder Sainz und der hamstert sich, ja, zum... Nein, wir waren letztes Mal Zweiter. Also, ja, wieder Carlos Sainz und der hamstert sich langsam aber sicher hier, ja, als WM-Favorit raus. Auch wenn es aus dem zweiten Rennen ist, trotzdem kann man schon sagen, dass der vermutlich aktuell noch das beste Auto hat. Wir werden auch vieles in Entwicklung noch machen. Trotzdem, das ist toll. Carlos Sainz gewinnt auch hier das zweite Rennen. Morgen oder übermorgen sollte dann auf jeden Fall Australien und das gute alte Miami, Imola, ich bin mir nicht ganz sicher, drankommen. Aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Carlos Sainz kann sich freuen, tolle Arbeit von ihm. Jetzt wieder zwei Ferrari oben, das ist... Schon langsam ist es Fahrt, ein bisschen. Richtig. Also das ist schon langsam echt interessant, dass wir hier wieder mit zwei Ferraris um. Wir sind 16 Punkte hinten. Und ja, Gott sei Dank hat sich Leclerc die schnellste Rennrunde geholt. So haben wir nur zweimal 8 Punkte verloren. Und nicht eben... Ah, einmal 8 und einmal 9? Hä, ich habe keine... Ich, sorry. Wir gewinnen immerhin hier gegen Russell. Deswegen war es auch so wichtig, vor ihm ins Ziel zu kommen. Denn er ist auch unser Rivale. Immer diese schweren Mercedes oder diese schweren Ferrari als Rivalen bekommen, finde ich auch schon langsam kacke. Das muss ich leider zugeben. Diese Ferraris oder diese Red Bulls oder diese Mercedes, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir nehmen leider Schlagt an Rivalen beim Qualifying, konnten wir nicht schaffen. Das ist auch eine harte Challenge. 10 kann ich mir mit für den Flügelschaden in der letzten Kurve. Aber auch Nico Hülkenberg, habt ihr gar nicht gesehen, er ist unser neuer Fahrer. Nico Hülkenberg wird hier also, ja, für uns herumfahren. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen im Trail, also im Vorspann. Gut, schaut auf alles, schaut auf jeden Fall gut aus. Hier sehen wir schon mal am 31. kommt ein fettes Upgrade und alle haben funktioniert. Das wird toll in Australien. Ich mag die Strecke ja sowieso. Also es kann auf jeden Fall interessant werden. Abonniert den Channel gern, bis morgen oder später und ciao. Schaut gerne auf TikTok vorbei und...